Hey Leute, was geht ab? Euer Pax Raiders am Start und ich wünsche euch heute recht herzlich willkommen zur 14. Folge Trainerkarriere mit Tottenham Hotspurs. Auf jeden Fall werde ich jetzt immer so verfahren, dass ich Dienstag immer die Highlights zusammenstellen werde aus zwei Spielen und Donnerstag werde ich immer euch ein komplettes Spiel zeigen, wie eigentlich so gesagt wie ein ganz normales Let's Play. Heute gibt's auf jeden Fall hier das Spiel gegen Chelsea. Ich werde das ungeschnitten hochladen, halt noch ein bisschen eventuell die Tormusik im Hintergrund packen. Ja, das werde ich machen, die Tormusik. Dann schauen wir mal hier im Kalender. Nächstes Mal müssen wir gegen Leicester City. Ich hoffe mal, dass ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Und gegen Man U. Also richtige Top-Partien hier. Heute aber erstmal gegen Chelsea, Leute. Wie gesagt, heute ist Donnerstag, deswegen gibt's heute ein komplettes Spiel. Werde ich euch zeigen. Hier gehen wir weiter. Wir in Weiß, Chelsea natürlich in Blau. Schauen wir einfach mal noch einen Blick auf unsere Startformation hier. Kai Walker muss wieder rauf gegen Chelsea. Muss auf jeden Fall spielen hier. Walker hat zwar noch, ist schwer verletzt und kann nicht eingesetzt werden. Der hat mir auch letzte Woche gesagt, dass er, wenn er, wenn er gefragt ist oder wenn er halt spielen muss, dann spielt er und jetzt kann ich ihn nicht raufwechseln. Aber was soll denn das hier schon wieder? Jetzt müssen wir Rose noch spielen lassen hier. Mann, dann müssen wir wohl so hier Chelsea zerstören. Hier Grote auf jeden Fall drauf. Grota kommt, denke ich, mal wieder in der Halbzeit. Gehen wir einfach mal hier in die Partie hinein. Gegen Chelsea London, Leute. Wird eine richtig starke Partie. Schätze ich mal. Oder eine schwierige Partie, besser gesagt. Hier die Kack-Skillspiele. Eigentlich mache ich die Skillspiele eigentlich immer gerne, aber irgendwann nerven sie auch halt hier mal vor dem Spiel, finde ich. Könnt ihr mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben hier zu den Skillspielen. Würde mich mal auch interessieren. Jetzt gehen wir auf jeden Fall hier rein in die Partie. Cesc Fabregas sitzt erstmal hier auf der Ersatzbank. Genauso wie John Terry. Wen können wir noch erkennen? John Obi Michael ist das. Drogba war das. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mal rein. Diego Costa spielt. Wir spielen auch natürlich auf Defensiv gegen Chelsea. Wäre uns natürlich lieb, wenn er einen Punkt holen, sage ich mal. So. Ramirez weiter auf Diego Costa. Auf Diego Costa gleich jemand mit einem Fehlpass. Erik Dohm macht das Ganze sehr gut. Jetzt weiter. Aber der Pass war da kacke. Der Pass war kacke. Sonst hat er alles richtig gemacht in der Situation. Und da holt er sich wieder den Ball. Was ist denn hier mit Chelsea los? Aber was ist mit uns los? Aber wir kommen hier erstmal in Freistoß, weil Atsi Pilicueta oder wer da auf der rechten Außenbahn spielt, da Erik Dohm umgegrätscht hat. Paulini, dein Ernst? Wieso spielt denn eigentlich Salah oder Schaller? Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Schade von Januzaj. Januzaj ist eigentlich ein richtig guter Mann da auf der linken Außenbahn. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich ihn mir gegönnt habe, beziehungsweise wir ihn uns gegönnt haben. Ivanovic. Okay, Ivanovic spielt auf der rechten Außenbahn. Wir sind in der rechten Verteidigung. Der ist auch ein bisschen offensiver. Zwar nicht der schnellste Mann, aber auch ein bisschen offensiver. Willian. Diego Costa. Nein, bloß nicht hier zum Spielen kommen lassen. Willian und das 1-0. Nein, Alter. Willian mit dem Kopfballtor. Das ist doch kacke hier. In der 8. Minute gleich mal das 1-0 für Chelsea, ey. Jetzt müssen wir auf jeden Fall was tun. So früh in der Partie ist aber natürlich noch alles offen. Gleich mal hier zurückschlagen. Eriksen. Schön. Hacke zu Hacke. Kommen wir nicht vorbei. Ist doch ein Freistoß, ey. Schiri. Ne, gibt wieder nichts, natürlich. Mann. Junge. Komm, weg damit. Raus, nach vorne das Ding. Komm, das Spiel könnt ihr noch drehen. Jetzt weiter aufs Erik soll ich schon sagen. Soldado ist das hier. Soldado jetzt auf Eriksen, aber der Ball kommt nicht durch. Und Soldado bekommt den Ball vielleicht nochmal, jawohl. Dembele mit einem Kacktrick, aber Soldado holt sich den Ball wieder. Soldado, zieh einfach mal ab. Soldado, schade hier. Erste gute Situation für uns. Ah, der Ball landet leider nicht im Tor, sondern, ja, im Aus. Ein paar Meter daneben gegangen, der Ball schön von Paulinho sich den Ball geholt hat hier, zack. Und jetzt durch auf Soldado. Soldado kommt nicht durch. Januzaj, was ist jetzt hier? Abseits oder was? Klar, ganz klar. Verstehe ich nicht. Och, schade, das wäre unsere Situation gewesen, jetzt so einen Ball zu bekommen und das 1-1 zu machen. Wie gesagt, Leute, ein 1-1 wäre eigentlich schon richtig geil gegen Chelsea, finde ich. Ach, warum spielt er nicht auf Eriksen, Januzaj? Diego Costa.
Costa auf Salah, 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 Salah. Es dauert das wieder Ewigkeiten, bis sie nach Schön, vorne springen. dass Aber wir doch das nicht, doch Spiel nicht, so doch verändern nicht. bei Es ist bloß kein Fehlpass Leichtigkeit hier. anfangen. Und jetzt ganz nach unten, ganz nach unten und wir spielen da gegen die Hacke oder was? Und jetzt klar, ist doch sowas von klar, Alter. Aber schön von mit der Hacke angenommen von Eden Hazard hier. Auf jeden Fall nice gemacht. Wieder Eden Hazard. Der Kommentator sagt ja immer hier, Manni Breugmann und Frank Buschmann sagen ja immer, Diego Eden Costa, Hazard, der Jefferson wird Adressat. uns Das habe ich mir immer so 13-0 zum gemerkt. Gegner. Nein. Freistoß. Tottenham Hotspur nach Foulspiel. Mann, Leute, wir kommen hier nicht richtig in die Partie hinein. 30. Minute auf die eine. Auf jeden Fall kommt in der Halbzeit wie Brot darauf. Erster Vielleicht Verdacht, bringt der noch was. Einwarnung, Eine sechs Niederlage wäre Minuten jetzt eigentlich richtig gesperrte kacke. Ein Karte. Punkt wäre Der eigentlich schon, Schiedsrichter ja, wäre Schindler gut. wird an dieser Wäre Stelle gut gegen gewarnt. Chelsea. Sie sind von den anderen nur noch mit dem Fernglas zu Schön erspähen. gespielt, Hier geht's Eriksen. wieder. Christian Eriksen, Leute, unser bester Torschütze Eriksen. Hier wird richtig Mit einem gekämpft. Kackpass. Chelsea haben wir. Eden Hazard, der ist jetzt auf einmal rechts gewesen. Oh, jetzt ist er auf einmal rechts und davor war er links gewesen. Leute, der sprintet hier über dem ganzen Platz. Willian, 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 Willian verliert den Ball und es gibt aber eine Ecke für Chelsea. Eine Ecke, Leute, und Chelsea ist kopfballgefährlich da mit Matic und sowas. Und Willian, der hat ein Kopfballtor gemacht, aber eigentlich ist ja Willian nicht der Kopfballstärkste. Ich weiß auch nicht, warum er ein Kopfballtor gemacht hat. Und sie haben auf, sie haben, nee, Zuma. Wieso lassen sie Zuma spielen? So, Soldado und jetzt nach oben auf Erik Lamela. Komm, der ist schnell, aber schneller als Ramirez, das bezweifle ich ein Eriksen. bisschen. So, erstmal nach hinten und jetzt nach vorne wieder. Soldado Schindler. nimmt den Ball gut an, stoppen und jetzt nach oben auf Eriksen. Und Eriksen jetzt durch, durch mit Hacke. Sehr schön ist 1 zu 1 hier. Richtig nice, Leute. Richtig geiles Tor von. Wer war das? Dembélé? Ja, von Dembélé hier. Richtig nice. Schöne Vorlage von Christian Eriksen. Wunderschön mit Hacke mitgenommen. Das Ding, Leute, richtig nice. Dembélé sein zweites Saisontor in der 38. Spielminute. Da ist 1 zu 1, meine lieben Freunde. Richtig nice hier. Jetzt können wir dann doch nochmal hier eventuell noch 3 Punkte holen. Aber ich hoffe mal, dass wir nicht noch ein Tor kassieren hier. Das wäre natürlich richtig kacke. Nein. Da hätte er durchspielen können. Machen sie jetzt auf, Diego Costa. Costa, 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 Costa. Flanke, komm, kein Kopfballtor. Weg damit. Nein, weg damit. Jawohl. Situation ist erstmal geklärt hier. Situation ist erstmal geklärt hier. Lori mit dem Abstoß. Wir können ja ganz in Ruhe passen. Ist ja nicht so wie online. Online kommen sie mal gleich angerannt. Mache ich eigentlich auch so, aber trotzdem. Jetzt weiter auf Januzaj. Wieder in die Mitte und jetzt durch. Ach, schade. Wäre der Ball angekommen bei Soldado, ja, wäre es gefährlich geworden. Azpilicueta, Willian. Willian, Willian mit der Flanke und ein Tor garantiert. Alter Falter, Kabul. Hazard, der kann aus der Distanz schießen. Matic, Ramirez. Ramirez nimmt uns hier aus. Ramirez, Ramirez, Tor. Alter Falter. Junge, Junge, Junge. Immer noch nicht die Situation geklärt. Hazard. Salah, 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 aber erstmal abgeblockt. Es gibt eine Ecke hier, so kurz vor der Halbzeit, Leute. Wenn jetzt ein Gegentor bekomme, ich raste hier aus, Leute. Ich schmeiß das Mikrofon gegen die Wand. Hazard mit der Ecke, Hazard auf Company. Company. Alter Falter, wieso haben die Company? Da haben sich aber was mal, da haben sie sich was gegönnt. Schön von Rose, sehr schön gemacht. Und jetzt ist erstmal Halbzeitpause hier und jetzt bringen wir erstmal Hugo darauf und ich nehme erstmal hier ein Schlückchen. Ja, Frank, ich habe eine gute erste Hälfte gesehen. Kannst du mir so, Man City 1-0, Aston Villa 1-0. So, wir wechseln erstmal jetzt. Die viel Spannung in sich birgt. Hier Grota. Kai Walker können wir jetzt auf einmal raufwechseln oder was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Und Shuttley kommt noch rauf. Shuttley für. Wen war das? Für Lamela. Mal schauen, was jetzt die zweite Halbzeit so bringt. Wir spielen immer noch defensiv. Denk mal, ausgeglichen werde ich erst so in der. Ja. Welche Minute? 70. Rose. Schade. Shuttley holt auf einmal den Einwurf hier raus. So. Dembélé. Macht das Ganze sehr gut. Scoop-Turn. Kommen wir nicht vorbei. Kommen wir nicht vorbei. Da ein Atzi, Atzi, Atzi. Aber sehr schön mitgespielt hier von Hygrota. Nee, nicht Hygrota. Eriksen war das, aber wir bekommen leider nicht den Ball. Ivanovic. Willian. 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 Willian.
rennt hier einfach durch, komm Vertonghen, jetzt muss Vertonghen mit rausrücken, Vertonghen, Jan, Vertonghen, oioioi, Costa, wieder Willian und das nächste Tor. Alter Falter, Leute, wir können uns hier glücklich schätzen, dass es nicht 2-1 steht, ganz ehrlich. Es war eine richtig gute Situation von Willian, richtig nice gespielt, beziehungsweise durchgedribbelt, kann man es ja besser sagen. Dembélé, und jetzt unten durch, kommt er da an? Kommt er da ran? Kommt er da an? Chatli? Nee, kommt er nicht. Alter Falter. Hinkrota macht erstmal hier einen Stunt. Azipili Koeta. Weiter auf Ramirez. Ramirez auf Willian. Leute, Hazard und Willian, die tauschen so oft die Position. Links, rechts, Leute. Das ist unnormal. Schön von Vertonghen. Sehr nice. Aber jetzt verliert er wieder den Ball und jetzt bekommen wir einen Freistoß, oder? Oder, ja. Wir bekommen Freistoß. Jetzt kommt erstmal hier Fabregas rauf, Leute. Fabregas für Ramirez, ein bisschen offensiver, würde ich sagen. Komm, Chatli, Rose kommt da nicht vorbei. Eigentlich habe ich einen Hacke-Zwacke angesetzt. Keine Ahnung, warum der es nicht gemacht hat, der Spieler. Och, schön gespielt. Eriksen jetzt mit der Flanke. Die Flanke, die ist gut auf Paulinho. Paulinho nimmt mit dem Kopf an. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Komm, Erik Dom. Nochmal mit der Flanke. Erik Dom mit der Flanke. Flanke, die kommt aber nicht. Ja, die ist eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, aber keiner köpft. Eriksen zieht den Ball zurück. Und jetzt bekommt Chelsea einen Freistoß, Mann. Das war eine richtig gute Situation für uns. Aber wir vertändeln die ganz einfach hier. Paulinho, weil er einfach den Ball mit Kopf annimmt. Das ist aber sowas von unnormal, dieser Typ. Aber eigentlich gefällt mir Paulinho immer. Aber keine Ahnung, was er in dieser Situation gemacht hat. Januzaj fällt einfach so auf den Boden, Schiri. Kannst du auch nichts pfeifen, oder was? Komm. Fabregas, Azipili Koeta. Jetzt geht's wieder hin und her hier. Die ganze Zeit. Meine Fresse. Hazard. Schön gemacht von Hazard, muss man mal lassen. Hazard. Immer noch Hazard. Der Ball kommt in die Mitte. Und jetzt erstmal die Situation ist aber immer noch nicht geklärt. Fabregas, und jetzt ist er immer noch nicht geklärt. Azi. Schön von Janut, nee, Chatli, war das aber ein Freistoß für Chelsea, Leute. 70. Spielminute. Jetzt stellen wir auf jeden Fall auf ausgeglichen erstmal. Vielleicht ist ja noch ein Punkt, oder drei Punkte drin, besser gesagt. Ein Punkt ist jetzt schon drin, oh mein Gott, so ein Fehler. Alter Falter, schon wieder Willian, Leute. Auf jeden Fall Willian, der beste Spieler des Spiels, sag ich mal. Man of the Match, ganz klar. Meiner Meinung nach. So, Paulinho, Januzaj, Hikrota, jetzt nach unten, Paulinho, Eriksen, wohin mit dem Ball, jetzt nach unten, jetzt kommt Chatli, Chatli, setz dich durch, Mann, Chatli, ey, dein Ernst, das war eine richtig schöne Situation eigentlich, komm, raus, dein Ernst, verlierst gegen Fabregas oder was, komm, Dembélé, jetzt ist es aber dein Ball hier. Schön, nee, nicht schön. Nicht schön. Hazard, Matic, Willian, der kann wieder schießen. Der kann auf jeden Fall richtig gut schießen, hat man ja schon bemerkt im Spiel. Wieder Willian, aber schön von Erik Dom, Leute. Jetzt nach vorne, aber wir wechseln jetzt erst nochmal. Januzaj kommt raus und Aaron Lennon, geben wir jetzt nochmal eine Chance. Vielleicht punktet er, ja. Och, schöne Grätsche von Kompany. Muss man mal lassen. Sehr nice. Jetzt spielen wir mal oben lang. So, zack, zack. Und jetzt nach oben. Und jetzt haben wir viel Platz. Jetzt haben wir viel Platz hier mit Adnan Januzaj. Januzaj, komm, geh. Jetzt kommt die Flanke, aber jetzt haben wir erstmal eine Ecke raus, Leute, eine Ecke. Und jetzt ist auch hier Lennon drauf. Eriksen, wo machen wir die Ecke hin? Wir machen jetzt einfach mal hier Lauf auf kurzen Pfosten. Vielleicht bringt das ja was. Lauf auf kurzen Pfosten. Und jetzt kommt die Ecke. Aber da kann keiner köpfen. Kabul auf Erik Dom und Erik Dom. Schade. Jetzt bekommen wir hier nochmal eine Ecke. 87. Spielminute, Leute. Es ist sowas von spannend hier. Und wir machen jetzt Lauf auf kurzen Pfosten erneut. Die war eigentlich gar nicht so schlecht, die Taktik. Eriksen mit der Ecke. Eriksen, Kopfball. Schächelt, Mann, in der 88. Spielminute. Das wäre sowas von erlösen gewesen, hätten wir jetzt hier das
2:1 gemacht. Jetzt durch. Ach man, Company, wieder mit dem Bein davor. Immer dieser Company. Ganz im Ernst. Hazard. Komm, bitte noch eine Chance, FIFA. Bitte noch eine Chance. Aber nicht für den Gegner. Schöne Grätsche. Aber wir bekommen nicht den Ball, Mann. Jetzt bekommen wir den Ball. Nach unten, Dembélé. Jetzt durch. Hygrota, komm, geh, 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 geh. Ich weiß, dass Company gut ist. Nein, Mann. Verkackt. Verkackt, verkackt mit diesem Trick. Oder? Wir haben nochmal einen Einwurf, Leute. Wir haben nochmal einen Einwurf. Komm, jetzt bitte nicht verkacken, diesen Einwurf. Eriksen zurück auf Dembélé. Dembélé. Finesse-Shot einfach mal. Lennon. Ne, jetzt haben wir unentschieden. Haben wir jetzt unentschieden gespielt, sage ich. Ja, unentschieden haben wir gespielt. Hier ging Chelsea nicht so schlecht, aber... Ja, hätten wir auch eigentlich verlieren können. Aber die Statistik ist eigentlich besser für uns, sage ich mal. Außer Ballbesitz, aber Ballbesitz hat man gegen den Comita immer schlecht, sage ich mal. 40% Ballbesitz, aber wir haben aber 3 Schüsse aufs Tor eigentlich. Ja. Hätte Chelsea gewinnen können, sagen wir es so, und hätten wir auch gewinnen können, sagen wir es so. Mal schauen, auf welchen Platz wir jetzt stehen durch diesen Punkt hier. Durch diesen Punkt, durch diesen Punkt. Ja, Uruguay, nein, nein, nein. Kein Nationalteam möchte ich. Finnland möchte ich auch nicht. Hier Nachricht von Spielern. Townsend. Ich weiß, dass ich keine... Aber ich werde trotzdem öfter mal spielen. Keine Ahnung, ob du öfter mal spielen kannst. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall hier möchte ich mal gucken, welcher Platz wir sind. Wir sind momentan auf dem 2., aber gleich 4 Punkte wie Liverpool. Also das heißt, wenn wir im direkten Duell gegen Liverpool siegen, dann sind wir Erster, Leute. Dann sind wir Erster. Auf jeden Fall, denke ich mal, schlagen wir uns gar nicht so schlecht hier in der Karriere, finde ich. Auf jeden Fall war es das schon wieder mit der Folge. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet, dass ich Donnerstag jetzt immer ein ganzes Spiel euch zeige und Dienstag nur die Highlights. Ich denke mal, das habe ich so gut gemacht, weil Dienstag, euch sage ich mal, es wollten viele halt, dass ich nur die Highlights machen. Es wollten aber auch viele, dass ich halt ein ganzes Spiel zeige. Auf jeden Fall, ja, ist das schon wieder vorbei, die Folge. Und ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch ein paar Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut da rein, Leute. Euer Pax Raider. Tschüssikowski. Ciao.